Moin, moin. Heute geht es mal um ein etwas größeres Objekt. Ja, diesen hochwertigen 1979er XT500 Tank. Und ich hatte mir überlegt, nicht nur vielleicht die Beschichtungen anzusprechen, sondern vielleicht das gesamte Vorgehen, wie man jetzt an diesem Tank rangeht, um ihn so vorzubereiten, dass man ihn wirklich vernünftig sauber beschichten kann. Ja. Das ist ein etwas größeres Thema, also das ist nicht in ein, zwei Stunden gemacht, das muss man im Vorfeld wissen. Wie wir hier schon sehen, habe ich mal ein paar Probeversuche gemacht, ja, zum Beispiel hier mit dem Abbeizer. Wie wir sehen können, ist der Abbeizer super, er hält, aber er beizt nicht ab. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen mindestens 3 Abbeizer abprobiert und alles das, was ich irgendwo bekommen konnte, sei es online oder sei es irgendwo aus den Baumärkten, da kann man modernen Lack aus den, ich sag mal, 2000er mit abbeizen, aber keinen Lack aus diesem Bereich 1979. Ich habe keinen gefunden auf dem legalen Wege, ohne dass man da mit Maske oder sonst was arbeiten muss. Ja, was muss man beachten, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Tank hat im Vorfeld? Natürlich den Tank erstmal auf irgendwelche Beschädigungen prüfen. Natürlich auch eine Dichtheitsprüfung zu machen. Ich habe das so gemacht, dass ich ganz normal den Tank einmal voll gemacht habe mit Benzin, habe ihn draußen hingestellt auf irgendeinen Tisch, meinetwegen auch in eine Schubkarre, in die Schubkarre so ein bisschen Papier reingelegt, damit man sehen kann, wo es dann tropft, und habe ihn dann erstmal 24, 48 Stunden stehen gelassen, einfach mal zu sehen, ob er dicht ist, und er war dicht und deswegen wäre das der erste Schritt gewesen. Der zweite Schritt ist natürlich dann eben halt, der Lack muss runter. Wenn einer sagt, er will den Lack gar nicht angreifen, weil er möchte das Original komplett behalten, dann haben wir ja immer noch die Möglichkeit, eben mit dem Kupferleitlack oder mit dem Silberleitlack von Betzmann Galvanic. Es gibt noch die Möglichkeit mit der Kupferklebefolie und es gibt die Möglichkeit noch mit dem Schlagmetall oder Blattkupfer oder wie man auch immer dazu sagen möchte. Wie das jetzt hält mit Kupferleitlack, Silberleitlack, das kann ich nicht sagen. Da bin ich ein bisschen ängstlich, was die mechanische Beanspruchung betrifft. Deswegen würde ich hier auf die handelsübliche Ebene gehen, würde sagen, also Lack runter, schleifen, Hochglanz polieren, soweit es möglich ist, und dann eben halt mit den Beschichtungen anfangen. Deswegen, ich werde das Video nicht in einem Rutsch durchnehmen. Ich werde unterschiedliche Abschnitte machen, dass wenn einer sagt, das interessiert mich nicht, mich interessiert die Vorarbeit nicht, mich interessiert nur das Beschichten, dann kann er gleich auf das Video Beschichten gehen, ohne dass er sich den ganzen Vorbearbeitungskram anguckt. Und für die, die es auch machen wollen, aber von dieser ganzen Bearbeitung überhaupt keine Ahnung haben, die gar nicht wissen, wie kriege ich jetzt den Lack sauber und vernünftig runter und welche Möglichkeiten gibt es, das Material zu bearbeiten, dachte ich mir, ich mache mein gesamtes Video in unterschiedlichen Abschnitten. Und ja, wie wir sehen, bleibt uns jetzt hier in diesem Fall nur die Möglichkeit, da es mit dem Abbeizer ja nicht funktioniert. Wir könnten jetzt mechanisch anfangen zu schleifen, aber ich möchte mir jetzt hier keinen Muskelkater schleifen. Da habe ich ganz ehrlich gesagt keine Lust, zumal ich bin jetzt kein Lackierer. Ich vermute, das ist so eine Art Füller. Der ist bretthart und dann kommt erst der eigentliche Lack. Und wie wir auch hier schon sehen, gibt es leichte Dellen. Das wäre dann der zweite Part nach dem Entlacken, also Lack befreien. Kümmert man sich dann um die Dellen. Da mache ich auch ein ganz kleines Video zu einem, der sagt, er möchte gerne die Dellen raus haben. Da ist schon mal was gemacht worden. Man sieht auch teilweise, ja gut, hier habe ich schon mal geschliffen. Wurde das mit dem Edding umkreist? Hier sieht man es noch. Hier. Da war schon mal einer dran. Also ich kenne auch keinen XT500 Tank, der in irgendeiner Art und Weise dellenbeulenfrei ist. Kenne ich nicht. Wichtig ist schon mal hier, hier ist keine Delle, keine Beule, sondern das sind immer so die Standardkanten. Und wenn man es dann so grob bearbeitet hat, das ist erstmal nur die grobe Bearbeitung, dann sieht das nachher ungefähr so aus. Hier ist es entlackt worden, hier ist geschliffen worden und dann ist schon mal probepoliert worden, um zu gucken, wie weit muss man noch vorarbeiten, um diese ganz feinen, ich gehe mal ein bisschen dichter ran, um diese ganz feinen Kratzer rauszukriegen. Außer einer sagt, nee, ich möchte so ein bisschen Oldschool-Style haben. Da muss er eben halt dann nicht ganz so sauber und so fein arbeiten. Aber ich möchte das auf jeden Fall, möchte ich den gerne vernünftig beschichten. Ich weiß noch nicht in was. Ich habe mir vorgestellt in Gold. Habe mir da erstmal 4 Gramm Gold bestellt.
damit in Kobalt gehärtet, damit ich nicht ganz so viel ausgebe, nicht weil ich da jetzt geizig bin, aber wenn ich nachher sage, Mensch, in Gold gefällt mir doch nicht so, das sieht doch ziemlich kitschig aus, dann habe ich nicht ganz so viel Gold drauf geballert, auch preislich, sondern habe dann 4 Gramm kobaltgehärtetes Gold drauf und kann dann eben halt weiter beschichten mit Schwarznickel oder Schwarzchrom oder mit Silber oder mit Chrom oder mit wem auch, mit was auch immer ich da jetzt dann drauf haben will. Deswegen ist Gold, Entschuldigung, ist Gold für mich erstmal die Alternative A, wo ich dann eben halt auch alles nochmal absperre, damit ich mir keine Gedanken mache, wenn er erstmal steht und man sich Gedanken macht, was für eine Beschichtung er kriegen soll. Ja, das sind dann so die Abschnitte. Hier bleibt uns für mich jetzt nur die Möglichkeit, außer einer hat eine bessere Idee, aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, als den Heißluftföhn walten zu lassen. Das ist ein handelsüblicher Baumarkt, Bauhausföhn, Heißluftföhn. Und ich werde jetzt nicht den ganzen Tank jetzt zeigen, wie man den mit dem Heißluftföhn bearbeitet. Ich glaube auch nicht, dass das so super interessant ist. Aber ich werde mal einen Teil machen, damit man mal sieht, dass man sich da nicht so eine großen Gedanken machen muss. Ich hoffe, man sieht das auch. Ich fange mal hier in diesem Bereich an. Hier ist ja noch ein bisschen was. Kann sein, dass es jetzt zu laut ist. Aber jetzt geht es dann halt los. Ein bisschen großflächig das Ganze. Und dann wird man gleich auch sehen, ja, das ist ein bisschen Arbeit. So, ich denke, das reicht. Also, der ganze Tank schön mit dem Heißluftfilm bearbeitet, immer ein bisschen großflächige Arbeit, nicht punktuell. Ich habe jetzt hier so keine große Geruchsentwicklung feststellen können. Ich habe aber die Tür auf, dass da immer ein bisschen frische Luft nachkommt. Und bei den Temperaturen, die wir jetzt im Moment draußen haben, ist es natürlich nicht ganz so angenehm, da jetzt draußen irgendwie zu arbeiten. Ohne Heißluftföhn kann ich das ja mal versuchen. Es wird definitiv nichts. Also muss das schon Heißluftföhn. Oder irgendeiner hat einen super Abbeizer, der noch auf dem legalen Wege zu besorgen ist. Damit man auch wirklich diese Farbe vernünftig runterkriegt. Hier sieht man natürlich jetzt die Bearbeitungsspuren, deswegen ich halte den Spachtel immer so ein bisschen in einem sehr flachen Winkel, nicht in dem steilen, damit ich mir nicht noch Kratzer reinhaue. Da gibt es unterschiedliche, man kann auch den breiten nehmen. Also das gibt es irgendwie mal im Set, gibt es auch im Baumarkt, kostet irgendwie 3, 4 Euro, aber geht sehr, sehr gut, weil sie eben halt sehr biegsam sind, sie passen sich der Oberfläche so ein bisschen an, sind also nicht so starr wie der normale Standard-Spachtel aus dem Malerbereich, sondern hier aus dem normalen Bereich. Und das ist wirklich, die sind echt sehr gut dafür. Ja, ist Nervarbeit, ist ja keine Lieblingsarbeit von mir, aber er muss eben halt runter, der Lack. Außer man sagt eben, nö, ich lasse den Lack drauf und hau die anderen Möglichkeiten drauf, die man hat. Da weiß ich aber wirklich definitiv nicht, wie gut das hält, wie mechanisch beanspruchbar das alles ist, das kann ich nicht beurteilen. Deswegen gehe ich auf die wirkliche handelsübliche Ebene, Lack runter, Dellen raus, schleifen, polieren, polieren, wahrscheinlich nochmal polieren und dann geht es eigentlich erst weiter mit den Beschichtungen. Das soll es für den ersten Teil gewesen sein. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Farbe und zweiter Teil ist dann schleifen, Dellen, polieren. In diesem Sinne.